sind sie oft niedergeschlagen, traurig und antriebsarm. Selber schuld. Warum denken sie nicht positiv? Nun ja, die Trübsinnigsten benötigen vielleicht ein bisschen Übung, ein kleines Glückstraining sozusagen. Für den Anfang empfehlen wir zunächst einmal eine positive Mimik und Gestik. Üben Sie das täglich vor dem Spiegel. Lächeln Sie, gehen Sie voller Elan vor Ihrem Spiegel auf und ab und bewundern Sie sich. Es hilft sehr, wenn Sie sich mit rotem Lippenstift auf den Spiegel schreiben: Ich liebe mich. Nicht zu unterschätzen für eine positive Lebenseinstellung ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Orientieren Sie sich an den dauerhaft Erfolgreichen, nicht an den Losern, auch wenn diese Ihnen einreden, Sie seien irgendwie moralisch besser. Schlagen Sie sich auf die richtige Seite. Optimisten sind gut gelitten bei ihren Mitmenschen. Also sorgen Sie für eine optimistische Stimmung. Anerkennendes Schulterklopfen gehört zum Beispiel dazu oder ein kleines Kompliment an die Kollegen. Keine Ausreden. Wir müssen uns so umerziehen, dass wir wieder Glück empfinden können. Denn Glück und Optimismus bedingen einander. Oder haben Sie schon mal einen glücklichen Pessimisten gesehen? Hauptsache ist, dass es mentalitätsmäßig stimmt. Das wissen sogar Fußballtrainer. Und damit das so ist, muss etwas geändert werden an der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wer Pessimist ist und unglücklich, hat selber Schuld. Da sind ganz, ganz viele so unterwegs. Also die betreiben also jeden Tag Gehirnwäsche. Also sozusagen, die waschen ihr eigenes Gehirn und wollen dann auch, ja, dass alle anderen das machen und dass sie alle so erfolgreich sind und noch erfolgreicher werden. Es geht ja immer weiter mit dem Erfolg. Also das ist so faschistoid auch. Also diese, was sie da verkünden, das ist also ganz, ganz furchtbar. Aber man muss eben auch sehen, dass es darin liegt auch wirklich ein Witz, dass immer so getan wird, also als würden alle diese netten, gutmeinenden Menschen stoppen wollen. Also so hier in Deutschland sind ja alle so schlecht gelaunt und es sind die Bedenkenträger und Miesmacher. Natürlich im Vergleich jetzt zu Amerika, da wird ja also auch immer dann hinverwiesen, die sind doch viel besser drauf, ja, bei solchen Veranstaltungen, da geht richtig die Post ab. Und bei uns, da denkt man womöglich noch über den Satz nach, den man da gerade gehört hat, ganz schrecklich. Natürlich funktioniert das überhaupt nicht. Das ist aber auch letztlich egal. Die Leute verdienen damit ihr Geld. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist eine Geldmaschine. Verdient wird durch Seminare, Workshops, Bücher, CDs, Vorträge. Weck den Optimisten in dir. Den Schwarzmaler im Hirn überlisten und endlich glücklich werden. Positives Denken. Der Weg zum Erfolg. 13 Bausteine für ein erfülltes Leben. Denke nach und werde reich. Die Pessimisten wurden irgendwie so behandelt, als würden sie unter einer ansteckenden Krankheit leiden. Das war schon so ein bisschen merkwürdig. Also was ich damit sagen will, es ist eigentlich eher so, dass der Eindruck vorherrscht, also Optimismus ist eine verdammt gute Sache und die Pessimisten, die richten Schaden an. Also und die muss man dann stoppen oder die wollen die gute Laune verderben, die wollen die Menschen unglücklich machen. Also ist es dann so der Gedanke, das Leben ist doch schon schlecht genug. Warum müssen wir denn jetzt auch noch uns das noch sagen lassen? Warum müssen wir denn das auch noch thematisieren? Dann sagen wir doch lieber, es ist alles wunderbar und es wird noch besser, als dass man dann eben sich dieser Sache stellt. Darum geht's eben auch. Redlichkeit, ja, dass man sagt, also tut mir leid, ich finde das hier jetzt nicht so klasse.